Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder mal was am Auto und zwar wir wechseln den Luftfilter für den Motor bei einem 1er BMW der zweiten Generation. In der Entwicklungsbezeichnung heißt der F20 und in diesem Video zeige ich euch, wie es geht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin James Knopf selbst und das ist mein Kanal. So, und jetzt sind wir hier in dem vorderen Bereich und da unter dieser Klappe befindet sich der Luftfilter für den Motor, der die Luft reinigt, damit keine Schmutzpartikel in den Motor kommen. So, jetzt muss man da schauen, da sind hier so Klammern, die kann man einfach so wegmachen, so rausziehen, ja, die halten auch und fallen Gott sei Dank nicht rein, sonst hat man da viel Spaß, viel Ärger damit natürlich. So, da hinten dran sind auch noch mal zwei solche. Dann ist da hinten noch so ein Schlauch. Da, der hat so Halterungen da hinten. Da machen wir das mal kurz raus. Seht ihr diesen Schlauch? Aber vorsichtig sein. Jetzt komme ich da an diese Klammer ein bisschen besser ran. Oder auch nicht. So, jetzt ist die weg. So, jetzt könnte man theoretisch da das schon ein bisschen abheben. Aber das klappt noch nicht ganz, weil das ist hier noch in so Gummipunkten drin und da drüben auch. Da muss man dieses Gummi einfach, da steht ein Pfeil, da zieht man das Kunststoff ein bisschen vor, dann geht es da schon mal raus. An der Stelle mache ich das auch so. Ja, das ist relativ interessant, dieses Patent, wie das funktioniert. Und da können wir das auch machen. So, und jetzt habe ich das in der Tat da geschafft, da hinten auch noch das rauszumachen. Das ist echt nicht so einfach. So, und jetzt sieht man hier unten drin schon den Filter liegen. Jetzt können wir den mal so rausholen einfach. Ja, so. Das ist der alte. Oh, da sieht man auch, da ist ein bisschen Dreck drin. Gell? Kann man da auch, wenn man will, noch raussaugen. Aber so schlimm ist das bei mir gar nicht. Ich hatte mal ein altes Auto, da hat sich da irgendein Mäuschen drin vergraben und hat da Zeug reingemacht. So, jetzt, das ist der alte Filter. Ja? Jetzt holen wir den neuen raus. Ja. So, der sieht ganz gleich aus. Und jetzt machen wir den so da wieder rein. So, man sieht jetzt hier auch schon nochmal ganz schön, das ist der alte Filter und das ist der neue und wie schön hell der neue noch ist und im alten, ja, da sind halt schon kleine Partikel drin. Und ich mache den jetzt genauso rein, wie ich den alten raus habe. Da war da die Typenbezeichnung drauf. Die BMW-Typenbezeichnung. Den mache ich auf die Seite und den mache ich jetzt genau da so rein. So. Dann, genau, so. Jetzt haben wir den so drin. Dann mache ich da hinten dieses Teil wieder rein. Also dieses Kunststoffteil. Dann müssen wir hier, oh, jetzt muss ich aber schauen, dass ich da wieder richtig drauf bin. So, dass ich da wieder richtig drauf bin mit dem Kästchen, wo der Filter drin ist. Ja, nicht, dass man das verkantet und es drauf macht. So. Weil das muss ganz leicht zusammengehen, dass die Klammern ganz leicht drauf gehen. Dann wisst ihr, ihr habt es richtig gemacht. So, seht ihr hier? Ja. Passt das da? Ja, das passt. Seht ihr? So geht's drauf. Und dann wisst ihr, wir haben es richtig gemacht. So, jetzt kann man da vorne das wieder reinmachen.
Dann, ganz wichtig, den Schlauch, da darf man nicht vergessen, den wieder an die Halt, in diese Halterung da rein, weil da hinten ist gleich der Motor, da wird es heiß. Wenn der Schlauch zu nahe dran ist an der Hitze, dann ist das nicht gut. So, und jetzt muss ich nur hier vorne noch. So, ja, jetzt ist es wieder drin. So, und jetzt haben wir eben das geschafft. Da unten wird die Frischluft angesaugt, das heißt, da geht die Frischluft rein. Da kommt dann die gefilterte Luft raus und geht dann hier weiter in den Motor rein. Und jetzt haben wir das Ganze auch schon gereinigt, getauscht. Und den alten Filter, den können wir dann einfach wegschmeißen. So, das war es auch schon wieder für dieses Video. Und zwar, jetzt haben wir diesen Luftfilter schon getauscht und dann kriegt der Motor wieder tolle Luft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so war, gebt mir gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich danke euch für die Zeit, fürs Zuschauen. Sagt ciao, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.